Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute einen weiteren Teil meiner Lidschattenpalettensammlung für euch. Ich gehe das ja alles mit euch durch, bin das in den letzten Monaten mit euch durchgegangen und falls ihr die anderen Teile verpasst haben solltet, schaut sehr gerne in der Playlist vorbei. Ich werde die euch hier oben verlinken und auch vielleicht am Ende des Videos mal sehen. Vielleicht vergesse ich es auch. Wer weiß das schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit einem weiteren Teil. Hoffe wie immer, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Heute wird es auf jeden Fall wieder durchgemixt, völlig wild. Es ist alles dabei. Sehr, sehr alte Sachen, sehr, sehr neue Sachen, große Paletten, kleine Paletten, besondere Paletten, alles. Und ich starte erstmal ganz, ganz unspektakulär und zwar mit einer Palette von Revolution. Das ist von diesen regulären Flawless Paletten, heißen die so? Reloaded Paletten. Das ist Prestige, war mal im Adventskalender eine sehr neutrale Palette. Habe ich aber erst im Hashtag ungeschönt Video im Dezember benutzt und hat mir wirklich gut gefallen. Dann haben wir die Coca-Cola Palette von Revolution. Die sieht so aus. Es ist eine reine Schimmerpalette. Für mich also eher eine Kombinationspalette, aber ich hatte sehr viel Spaß mit dieser hier. Vor allem mit der Reihe in der Mitte einmal. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe auch so reine Schimmerpaletten für Liner-Looks. Also ich finde, man kann sehr, sehr schöne Liner-Varianten eben auch mit so einer reinen Schimmerpalette schminken. Finde ich sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Und auch nochmal der Hinweis hier, das ist jetzt auch eine Limited Edition. Wenn ihr eine Limited Edition Palette seht hier, wenn es ungefähr in den letzten 3 Jahren war, findet ihr eigentlich zu jeder dieser Paletten auch ein Testvideo auf meinem Kanal. Schaut dann einfach sehr gerne mal danach, falls ihr euch dafür interessieren solltet. Dann habe ich eine Palette von Catrice, von den Pro Slim Eyeshadow Palettes, die Variante Lost in Fairy Tales. Und das Ganze sieht so aus und ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Palette so lieben werde, weil sie eben auch eine neutrale Palette ist. Aber sie ist so schön kühl. Also kühl genug für mich, dass ich sie total toll finde. Und gerade so mit den beiden Tönen hier kann man auch wunderschön halt Eyeliner ziehen. Hat mir sehr gut gefallen. Also damit ein Eyeliner, noch so ein Inner Corner Highlight und Lashes habe ich sehr oft getragen und mag ich wirklich gerne. Dann eine weitere Palette von Catrice mit Maxim zusammen. Die zweite, also Volume 2, genau. Die erste war ja so ein bisschen bunter. Diese hier ist so ein bisschen zurückgenommener, hat auch wunderschöne Grüntöne hier. Ich bin mit der tatsächlich nicht so warm geworden wie mit der ersten, leider. Was ich aber dennoch sehr, sehr schön daran finde, ist zum Beispiel dieser Ton hier ist toll, dieser Ton hier ist toll. Diesen hier mag ich auch richtig gerne, die Farbe Danny. Und den hier mag ich auch gerne, NDA. Also die Schimmertöne gefallen mir hier ganz gut, wenn ich es aber eher so als Topper sehe. Also sie sind ein bisschen schwierig alleine aufzutragen. Sie brauchen auf jeden Fall einen Glitterglue und ja. Dann haben wir eine kleine hier von I Heart Revolution. Das ist die Heartbreakers Palette in der Farbe Variante Flourish. Es gibt da glaube ich auch so neutrale Farben für. Das ist jetzt nicht die krasseste Qualität, die ich jemals benutzt habe, aber ich mag, wie ihr euch schon denken könnt, diese Farben hier sehr gerne. Das sind einfach so süße kleine Schimmertöne, die man auch besonders gut mit einem Glitterprimer auf jeden Fall aufgeben kann. Und ja, eine hübsche, süße kleine Palette, wenn man mal einfach nur schnell was schnappen will und einen süßen kleinen Look schminken möchte, ohne viel Tamtam. Dann haben wir hier auch eine Limited Edition mit diesem coolen Packaging, die With Pleasure Eyeshadow Palette von Rival de Loup, die so aussieht. Und ich mag diese Palette. Sie ist sehr, sehr warm. Ich finde es cool, dass hier halt 2 Pressed Glitter enthalten sind. Ich muss sagen, das ist einer der Gründe, warum ich sie tatsächlich behalten habe, weil diese Glitter hier sehr, sehr nah an die von Nabla rankommen und diese hier war wirklich sehr günstig und deswegen behalte ich sie auf jeden Fall, weil Pressed Glitter kann ich persönlich nicht genug haben. Ich habe eine große Sammlung. Dann haben wir von Rival de Loup aus der Fairy Lights Limited Edition hier die Variante 03 Holy Spirit. Sieht von innen so aus und ich weiß nicht, ich glaube, die wird einem die Klatter nicht überleben, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das nochmal so anschaue. Ich war auch damals nicht Feuer und Flamme mit ihr
Und ja, bin auch jetzt unschlüssig. Also ich denke mal, wenn es zu einem Declutter kommt, dann muss die mich wahrscheinlich verlassen. Dann eine Palette, die es auf jeden Fall in meinen Jahresfavoriten geschafft hat, dass ich euch von ihr erzählt habe, ist diese kleine Palette hier. Das ist die Pumpkins Pretty Please Eyeshadow Palette aus der Limited Edition. Auch dazu findet ihr ein Video. Eine neutrale Palette, mit der man wunderschöne fiery Looks machen kann. Auch gerade so, wenn ich so Lust habe, dass alles monochrom in meinem Gesicht ist und meinen Haaren. Solche Augen und die passenden Lippen und passenden Wangen dazu finde ich einfach richtig cool und mega, mega hübsch. Und ja, mag ich sehr gerne. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so nach oben... Wie nennt man das? Also, dass sie so weit nach oben klettert in dem, was ich gerne mag. Dann eine Lidschattenpalette, die ehrlicherweise nur Deko ist in meinem Zimmer hier. Und zwar das hier. Das ist einer von diesen Bären, die es mal von Revolution gab. Das ist der Rosé-Goldene. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Die hatten nämlich alle einen Namen. Ich glaube, das hier ist Rosie. Ich glaube schon. Ich mach sie mal auf für euch. So sieht es aus, wenn man Rosie öffnet. Hier sind so berryfarbene, sehr, sehr warme Lidschatten. Und hier unten habt ihr dann nochmal so ein bisschen, ja, auch so neutrale Töne und ein Spiegel. Im Prinzip super cool, ist es praktisch absolut nicht. Ich meine, guckt euch mal diese kleinen, dünnen, länglichen Fännchen an. Ich habe sie auch noch nie benutzt und habe nicht vor, sie zu benutzen. Sie ist einfach wunderschön und wird weiterhin bei mir in meinem Regal stehen. Manchmal gibt es auch sowas. Dann, oh, das sind, die muss ich euch zusammen zeigen. Diese Paletten waren mein Ein und Alles. Wirklich, sie waren meine absoluten Lieblingspaletten. Und es ist schon viele Jahre her jetzt. Fange ich mal mit der hier an. Die habe ich nämlich tatsächlich zuerst gehabt, obwohl sie danach rauskam. Die Zodiac Love Science Palette von BH Cosmetics. Wer folgt mir schon so lange von euch, dass ihr noch wisst, als ich ständig von dieser Palette geredet habe. Und als ich die auch gefühlt nur benutzt habe. Das ist diese hier. Ihr habt in der Mitte matte Töne und außen einmal rundherum die schimmernden Töne. Und die Anordnung war noch nie mein Favorit, aber die Qualität ist so toll. Ich habe sie so lange schon nicht mehr benutzt, obwohl ich sie über alles liebe. Wirklich, ich habe euch damit voll geredet. Das gibt's nicht. Und irgendwann habe ich mir dann nochmal die erste gekauft. Das ist diese hier. Die ist ein bisschen farbtechnisch ein bisschen anders. Ihr seht das jetzt schon. Ja, kühler, würde ich sagen. Sie ist auf jeden Fall kühler. Gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Ich mag kühle Farben sehr gerne. Und ja, viel zu lange schon nicht mehr benutzt. Sie sind riesig. Das wäre natürlich gar nicht notwendig. Ich habe ja schon einen riesigen Spiegel immer drin. Aber die Zodiac-Paletten von BH Cosmetics sind ganz große Liebe auf jeden Fall. Weiter geht's mit der Fairy Lights Limited Edition von Reval de Loupe. Wie gesagt, ich habe dazu ein ganzes Video gemacht. Zwei weitere Paletten. Einmal die Nummer 01 Magic World. Die sah von innen so aus. Ein Traum in kühlen Farben. Sehr, 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 sehr schön. Mochte ich sehr gerne. Die sind immer hopp oder top. Hopp oder top? Ja, so sagt man das, ne? Genau. Hat mir gut gefallen. Manche Reval Loves Me Paletten oder Reval de Loupe sind einfach komplett trash, wie ich finde. Und manche sind überragend dafür, dass die meistens nur so 4 Euro kosten. Und das hier ist die Variante 02 Fabulous Fantasy. Und das hat mich wirklich überrascht. Auch das ist eine kleine neutrale Palette, aber auch total toll. Ich mag den dunklen Ton auch total gerne. Um das abzudunkeln, ich finde, mal in eine Palette gehört so ein Ton rein. Ich liebe es einfach, Tiefe zu schaffen und deswegen mochte ich die auf jeden Fall auch sehr gerne. Dann machen wir mal weiter mit der Glam Light Palette hier. Hershey's Kisses Lava Cake Palette von Glam Light. Und ich habe die auch in Blau. Und das ist so, so schön. Falls ihr ein Video mit dieser Palette hier sehen wollt, ihr seht da oben schon den Duochrome, dann schaut euch das Hashtag ungeschönt Video aus dem Januar mal an. Da habe ich die nämlich benutzt, passend zur Farbe Viva Magenta. Und ja, ist ein sehr schöner Look geworden. Dann habe ich hier vom Action die Wildflowers Palette von Max & More. Sieht von innen so aus. Ich fand die so schön und hatte auch Spaß damit, aber manche Töne waren jetzt nicht so der absolute Hammer, wie ich das von anderen Paletten schon gewohnt war, muss ich sagen. Also ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob diese hier ein Declutter überleben wird, weil gerade so diese hellen Töne haben mich halt mega enttäuscht. Muss ich mir nochmal überlegen. Dann geht's weiter mit Huda Beauty. Da habe ich die Desert Dusk Palette. Und die habe ich mir nicht selbst gekauft. Ich habe die von Claudi irgendwann mal aus ihrem Trash bekommen. Die sieht so von innen aus.
Das ist meine allererste Huda Beauty Palette. Ich hatte vorher keine andere. Und irgendwie hatte ich mehr erwartet. Aber ich finde sie nicht schlecht. Das auf keinen Fall. Der hier ist richtig schön besonders. Der Cosmoton. Finde ich aber tatsächlich schwierig zu kombinieren in der Palette, weil er eben so dunkel ist im Verhältnis zu den anderen Farben. Also ich könnte es nicht noch abdunkeln. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, jetzt nicht die krasseste Palette auf Erden, aber ich mag sie gerne, aber sie sind schon wirklich unfassbar teuer, also die Huda Beauty Paletten. Dann eine Palette, oh, ich hatte so viel Freude mit dieser Palette. Es ist die Dare to Scare Palette von Rival Loves Me. Wer hätte gedacht, dass die der absolute Wahnsinn ist mit diesem Pop, nee, nicht Pop, Plastik-Viech-Ding hier ohne alles. Aber es kommt nicht immer nur auf das Äußere an, nicht wahr? Und gerade dieser Ton hier, dieses Silber, ist der absolute Wahnsinn. Dieses dunkle Grün, Hammer. Das rote Schimmer, fantastisch. Auch dazu gibt es ein Video, falls ihr euch dafür interessiert. Dann auch eine Palette. Ich wollte die eigentlich aussortieren. Ich hatte die schon weggelegt. Und neulich ist sie mir einfach in die Hände gefallen. Ich war so, könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Er hatte nämlich schon wieder vergessen, dass ich die weggelegt habe. Das ist die Basic Bay Eyeshadow Palette. Und da sind überall so Kaffeebecher drauf abgebildet, was ja perfekt auch zu mir passt. Und schaut euch das an. Ja, ich hatte diese Palette tatsächlich jetzt mehrfach schon auf meinen Augen, als ich einfach nur meinen Alltagslook geschminkt habe, ne? Mit so einem scharfen Liner aus Lidschatten einfach ausgeblendet. Ich habe irgendeinen Schimmerton davon aufs Lid gegeben. Und mein Lash ist aufgeklebt und war fertig. Und ich hätte das hätte ich einfach nicht gedacht. Wunderschön. Liebe ich. Behalte ich. Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe mir die halt angeguckt und fand die so super langweilig und hatte die deswegen aussortiert. Aber manchmal merkt man so, ist es dann doch irgendwie einen zweiten Blick auf jeden Fall wert. Dann habe ich hier von Essence die Bambi Palette. Oh, sie ist so schön. Ich finde sie so schön. Die matten, hellen Farben sind ein bisschen schwierig aus dieser Palette, aber die Schimmertöne, dieser Schimmerton hier, wunderschön. Das hier finde ich auch richtig cool. Das hier ist ein Duochrome. Der changiert so zwischen rosa und so einem hellen Grün. Total hübsch. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera sieht. Aber ganz, ganz besonders. Und man kann eben mit diesem matten Ton hier das auch schön dunkel bekommen. Hat mir sehr gut gefallen. Auch mit dem dunklen Grün hier. Eine tolle Palette. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Dann haben wir hier von Cargo Cosmetics die Getaway Palette. Die ist, also überhaupt nicht so, wie sie von außen aussieht. Die ist von innen einfach mal so super kühl. Also wirklich super kühl. In Grau und lila Untertönen. Und ich liebe das. Ich liebe das. Es ist meine einzige Palette, wo ich sagen würde, die hat genau dieses Farbschema. Also das habe ich bei keiner anderen so. Und habe die mal bei TK Maxx gekauft. Da gibt es ab und zu Cargo Cosmetics. Dann haben wir jetzt hier noch von Essence die Patch Palette. Ebenfalls aus der LE. Und ich muss sagen, die ist mir ein bisschen zu... Also ich finde die auch cool, aber die ist schon sehr zusammengewürfelt. So, ne? Dieser gefleckte Ton, der dann so ein cooles Silber gibt, ist schon mega, mega schön. Ich finde es auch schön, dass es hier wieder so einen dunklen Ton gibt. Das Rot finde ich auch sehr schön für Cruella de Vil. Die habe ich auch zugeschickt bekommen, weil ich ja damals auch noch Videos für den Essence-Kanal gedreht habe. Ich hätte mir die, ehrlich gesagt, nicht unbedingt gekauft. Die Bambi-Palette schon und auch die Dumbo-Palette, die habe ich nämlich hier auch. Die fand ich auch so schön. Hier muss man dazu wissen, dass die Schimmertöne, die meisten, die in dieser Palette sind, Toppertöne sind. Aber sie sind so besonders und auch dieser bunt-blaue Ton hier, so besonders für mich eine wunderschöne Ergänzungspalette zu allen anderen kühlen oder blauen oder grauen Paletten. Richtig, richtig schön. Also auch dieses hier ist wieder so ein Duochrome. Fand ich wirklich toll. Viele haben diese hier, glaube ich, nicht so richtig verstanden, weil sie meinten, nicht gut pigmentiert und so. Aber es sind halt hauptsächlich so Toppertöne. Man sieht das Toppern nicht immer so gut an im Pfännchen, dass es welche sind. Deswegen verstehe ich da auch die Kritik, aber ich mochte sie gerne. Dann die 1991 Palette von Alicia Marie. Ich glaube, die muss ich jetzt nicht unbedingt großartig zeigen. Ihr kennt die. Alles matte Töne, alles Duochrome Shades. Eine wundervolle Palette. Ich weiß, dass sehr viele von euch die auch haben. Sie ist wunderschön. Es gibt sie aber ja nicht mehr. Dann habe ich hier von Beauty Bay die Brides Palette oder Bright Palette.
Tju, das ist eine Rainbow Palette, würde ich sagen. Obwohl mir auch hier vielleicht noch so ein weiterer Ton ins Gelbe irgendwie gefehlt hat. Ich muss sagen, dass ganz oft das so ist, dass bei solchen Rainbow Palettes wie das hier irgendwie so der Gelbanteil sehr minimalistisch ist. Und so ist es hier auf jeden Fall auch. Ja, aber eine sehr, sehr schöne Palette. Auch hiermit habe ich sehr viele Instagram-Looks geschminkt. Und ich finde gerade, dass die Beauty Bay Paletten für ihren Umfang sehr, sehr günstig sind und tolle Alternativen zum Beispiel auch zu den Be Perfect Paletten. Dann machen wir weiter mit einer Palette, die noch in ihrer Hülle ist. Das hier ist nämlich super fancy. Das ist die Made by Mitchell. Wie nennt sie sich noch? Feet on the Ground, glaube ich. Ja, Feet on the Ground Pressed Pigment Palette. Wunderschön. Riesengroße, eckige Fännchen. Tolle matte Töne, tolle Schimmertöne. Ich hatte sehr viel Spaß jetzt mal, wenn ich diese Palette benutzt habe. Vor allem, weil man hier auch wirklich schön in diese kühle Richtung gehen kann. Gefällt sie mir sehr, sehr gut. Und die könnt ihr auch bei Pirsch kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Aber ja, Made by Mitchell gibt es auf jeden Fall bei Pirsch. Vielleicht gilt auch gerade mein Code auf die Marke. Schaut sehr gerne mal in der Infobox vorbei. Ihr könnt da mal ein bisschen Geld sparen und mich auch unterstützen. Was auch bei Pirsch gibt, ist Luna Beauty. Da habe ich die Nude Prism Palette. Und da war ich auch so, wird mir das gefallen? Die Antwort ist ja. So könnt ihr es, glaube ich, richtig schön sehen. Matt Schimmer, matt. Und ja, es ist einfach ein Traum von Nude. Und ich muss sagen, mir gefällt auch einfach das Konzept extrem gut. Und dass man alles mit allem kombinieren kann. Dass man es kühler machen kann, wärmer machen kann, sehr, sehr dunkel machen kann, sehr, sehr hell und verschiedenen Untertönen vom Schimmer. Aber es ist und bleibt dann immer ein sehr, sehr edler Nude-Look, der am Ende rauskommt. Und es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Palette. Es war eine sehr schöne Kollektion. Gefällt mir extrem gut und ich möchte auf jeden Fall in Zukunft mehr der Marke ausprobieren. Dann habe ich hier die kleine Karneval-Palette, die All-Stars-Palette, wo nur Töne enthalten sind, die irgendwie die All-Stars der bisherigen Paletten irgendwie sind. Ich habe ja auch die großen Karneval-Paletten. Das ist für mich auf jeden Fall so eine, die ich auch mal mitnehmen kann, wenn ich woanders wieder ein Shooting habe, damit ich nicht eine große Palette mitnehmen muss, ebenso für die Best-Farben sozusagen, wenn ich die dafür dann auch brauche. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich von Revolution aus der Friends Collection die Shatter Palette. Auch ungewöhnlich für mich. Eine Pastellpalette. Ich habe hier bisher nur mit den Schimmertönen ein bisschen rumgespielt und mit diesen beiden matten Tönen. Habe damit so einen Pinky Look geschminkt. Pinky Blau. Eigentlich so ein bisschen wie das, was ich heute habe. Und ich mache das gerne. Ich mag halt so gerne so kleine Paletten einfach rausnehmen und dann damit einfach einen Look schminken. Auch sehr viel Spaß hatte ich mit dieser Palette. Und das ging in die ähnliche Richtung. Das ist die Harley Quinn Palette von Revolution. Denn auch diese hier ist pastellig und auch gleichzeitig irgendwie knallig und ich hatte so viel Spaß. Ich habe auch extrem viele Looks mit dieser Palette letztes Jahr geschminkt. Also Pink und Blau war auf jeden Fall sehr viel bei mir am Start letztes Jahr. Und offensichtlich dieses Jahr auch noch. Ich weiß nicht, das waren irgendwie immer so meine Feel-Good-Farben. Dann, ich liebe aber natürlich auch Smoky Looks. Die Paris-Palette von BH Cosmetics, auch eine meiner absoluten Lieblingspaletten. Einfach ein Traum in Dunkel, Blau, Berry und Violett mit schönen Schimmertönen. Meine Lieblingsfarbe ist Versailles. Dieses hier. Das ist so, 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 so hübsch. Aber ich mag auch Panthéon und Montmartre. Das ist der dunkle Ton hier. Sehr, sehr, sehr hübsch. Arc de Triomphe ist natürlich auch wundervoll. Alle Farben darin sind wundervoll. Dann habe ich noch eine Greetings from Lisbon Palette. Ich habe auch noch eine andere. Das hier ist die Variante 01. Und diese hier hat mir natürlich sehr gut gefallen, weil sie ist blau und grün. Und der Schimmerton hier war einfach großartig. Ja, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, die Paletten sind immer hopp oder top. Diese hier war großartig. Gibt auch ein Video dazu. Dann habe ich hier noch die Loud and Proud Palette von River Loves Me. Das ist auch eine Rainbow Palette. Und wie immer, wir haben hier ein klares Gelb. Und ich finde, hier ist die Aufteilung auch besser. Also, dass man das so ein bisschen klarer sehen kann. Aber ich hätte mir irgendwie vielleicht noch so ein klareres Orange gewünscht.
in dieser Palette. Also klarer noch als das. Ja, aber ansonsten eine tolle Rainbow Palette. Man hat auch noch Weiß und auch sowas ganz, ganz dunkelgraues, um alles abzudunkeln. Eine sehr schön durchdachte Palette. Dann haben wir hier die Sandy Haze Palette. Nee, Sandy Days, nicht Sandy Haze. Von Catrice. Das war, glaube ich, eine All-Exclusive Palette, die jetzt mit dem neuen Sortiment kam. Letztes Jahr, meine ich, im Herbst, oder? Ja, wunderschöne Schimmertöne. Geht so ein bisschen in diese Honey-Richtung, finde ich. Gefällt mir gut. Habe ich aber ehrlicherweise, glaube ich, auch nur 2-3 Mal benutzt. Ist einfach nicht unbedingt immer meine priorisierte Wahl an Farbe. Das hier ist auch richtig cool. Das ist die Joker-Palette von Revolution, passend zu Harley Quinn. Und diese hier ist wirklich schwierig. Also, die matten Farben sind sehr, sehr intensiv. Ich habe hiermit auf jeden Fall auch einen Liner-Look geschminkt, weiß ich noch. Die zwei Grautöne, diese Schimmernden hier, sind mega, mega hübsch. Ich habe auch was mit dem Blau hier gemacht. Einfach so eine Farbe übers Lidschattchen und dann habe ich das Blau noch so eingearbeitet. Das sah auch sehr hübsch aus. Und ja, auch hier eine kleine Palette. Macht sehr viel Spaß, damit rumzuschminken. Dann habe ich eine Palette von Claudie letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Von der Marke Winky Lux, die Coffee-Palette. Ich liebe halt Kaffee, ne? Und die sieht von innen so aus. Es geht halt so in diese Grau-Richtung. Sehr viel matt, auch so toll für so ausgesmokte Natural-Liner-Looks. Wunderschön. Liebe ich. Total tolles Farbschema. Dann habe ich hier die Lidschattenpalette auch wieder aus einer Limited Edition. Und zwar aus der Tropic Exotic Limited Edition. Die sieht so aus. Hier hat mir das Farbschema sehr gut gefallen. Also ich finde es toll, immer mit Natural, Berry und Blaugrün und so weiter. Ich bin aber ehrlich gesagt unschlüssig, ob ich sie behalten möchte. Ich muss mal schauen. Wie gesagt, das ist die Klatter. Ich gehe nochmal mit euch alles durch, um wirklich zu schauen, was möchte ich behalten. Die ist halt super hübsch von außen. Aber das reicht halt manchmal nicht. Ich muss es mir überlegen. Ich muss jetzt keine Entscheidungen treffen. Dann diese Palette sieht halt auch sehr, sehr cool aus. Das ist die Aqua Lagoon Eyeshadow Palette. Und die, wurde mal gesagt, sieht aus wie die Dominic Cosmetics Limited Edition Palette. Die Moment Palette. Finde ich nicht. Ich fand, das war ja eine schöne Palette, aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob ich sie behalten möchte. Sie ist halt auch von außen sehr hübsch, aber auch hier, es reicht nicht immer. Dann als nächstes eine Palette, die ich mir auch aus Trashy rausgeholt habe. Und die habe ich so, so häufig als Kombinationspalette benutzt. Gerade als die Uni angefangen habe, weiß ich noch, habe ich mich immer für so super schnelle Looks entschieden. Also als die Uni im Oktober wieder losgegangen ist. So dass ich halt immer nur irgendwie Eyeliner hatte und habe ein Inner Corner Highlight gemacht. Und diese Palette, das ist die Metallics Palette von Profusion Cosmetics. Ich dachte mal, die wäre von Revolution. Keine Ahnung. Jedenfalls, schaut euch das an. Es sind nur Schimmertöne und zwar so ziemlich alle, die man sich vorstellen kann. Und ich habe halt immer, wenn ich was Grünes hatte, Grünes Inner Corner Highlight. Wenn ich was Blaues hatte, Blaues Inner Corner Highlight und so weiter. Also das war sehr, sehr cool, weil ich einfach immer nur noch so mit so bunten Inner Corner Highlights durch die Gegend gelaufen bin und es so specialmäßig aussah. Ich lieb's. Das war jetzt der letzte Teil meiner Lidschattenpaletten-Sammlung. Schaut euch sehr gerne alle anderen Teile an. Wie gesagt, falls ihr es verpasst haben solltet, ich werde es euch verlinken. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Video, was kein Sammlungsvideo mehr sein wird. Ja, macht's gut. Tschüss.